grüß euch. Da war doch mal Silian. Jetzt haben wir ja schon die Brade drauf, die Brade. Jetzt ist Ochte. Und die ganzen Silo vorbereitet. Und jetzt eine Runde mitgefahren. Fährt er extrem kurz. Wollen wir eigentlich nur drei Schnitt machen. Wenn man abholt, anfangen wir mit dem zweiten Schnitt. Weil einfach notreif ist bei uns die Vorteile. Es war so trocken in letzter Zeit. Wir wollten eigentlich noch nicht, das jetzt hier noch drei Wochen Zeit, aber wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten paar Tagen am Lang greifen. Ein Glasenteppich hoch. Fahrer 35 oder 3, wie heißt der? 3500 glaube ich, oder 350, irgend so was halt. Passt genau für unsere Vorhaben noch in der Leiten. Tut sich extrem gut, die Futter. Und wenn der Essig und Öl drüber, dann kannst du selber essen. So, wo fährt er? Von mir wenn früh. So, Zopf links gespielt, die Vorachse. Jetzt haben wir ihn leicht aus, man kann schon vorsuchen. Sind leider relativ kurz. Jetzt hat man immer starke Vordermatten und die muss man jetzt richtig aufteilen. Das ist halt ein bisschen zusammenblickiert. Da war ich schon dabei.
probiere das aus einmal. Ich habe kein Futter drin. Hm. Kurzes Video. Wir sehen. Sieben 20 Minuten, ein bisschen zusammenkürzen. Was genau? So ist das, gell? Da ist der neue Funker FA5-D. Terra funktioniert eigentlich nicht schlecht. Ja. Haben wir im Vorhang, haben wir fast den gleichen gehabt. Also, wenig Umgewöhnung für die Wind. Jo, da haben wir noch ein Silieren heute. Passt. Ich würde sagen, wir sehen wir uns daheim wahrscheinlich entweder im Wald oder beim nächsten Schnitt. Das ist beides bald einmal. Fertig.